Ich begrüße dich zu unserer heutigen kleinen Yoga-Sequenz. Heute möchte ich dir eine Drehung in der Rückenlage zeigen, Hip Side Stretch. Die kannst du gut üben, zum Beispiel im Anschluss an eine Rückwärtsbeuge oder auch einfach so. Ich habe hier schon einiges parat. Du brauchst ein kleines flaches Kissen. Falls du das nicht hast, hast du bestimmt eine Decke, die du falten kannst. Eine dünne Decke. Dann einen Block oder ein Yoga-Polster. Yoga-Bolster. Ja, man kann das Deutsch oder Englisch aussprechen. Entweder oder. Wenn du ein Polster hast und du bist noch nicht so lange dabei oder ganz neu im Yoga, dann ist das das Allerbeste. Ich werde beide Varianten vormachen, so dass ihr beides sehen könnt, wie wir diese Möglichkeiten zur Unterstützung gut einsetzen. Dann begib dich in die Rückenlage. Du könntest die Arme einfach ausstrecken, die Knie halten oder die Schienbeine. Und langsam, langsam abrollen. Presse dabei die Knie nach vorne. Dann geht es langsam. Und komme erstmal in die Knie zur Bruststellung. Knees to chest. So, wenn du jetzt merkst, dass dein Kopf hochkommt, dann nimm dir das kleine Kissen unter den Kopf. Ja, das ist vor allem am Anfang bei den meisten erforderlich. Du kannst die Hände auf die Knie legen. Oder du kannst die Knie umarmen unter den Waden oder über die Schienbeine. So wie es am besten geht, dabei wiege dich ein paar Mal sanft von Seite zu Seite. Hierdurch entspannen sich die Rückenmuskeln und der Rücken wird lang. Wähle deine Variante. Wenn du die Beine umschlingen kannst, dann verschränke deine Finger, Zeigefinger aufeinander legen, Daumen aufeinander legen und Mittelfinger, Ringfinger und Kleinfinger sind verschränkt. Langsam ist besser als schnell, weil dann deine Muskulatur darauf reagieren kann. Und für die Drehung, die wir gleich ausführen werden, ist es sehr gut, wenn der Rücken vorher lang ist. So, nun die Vorbereitung für die Drehung. Ausatmen, Prep, Hip, Side, Stretch, Prep ist Vorbereitung. Arme in T-Position, also zur Seite ausbreiten. Und dann das linke Bein zuerst ausgleiten lassen. Jetzt wollen wir das Becken nach links drehen. Dafür brauchen vor allem wir Frauen das Versetzen des Beckens. Und zwar setzen wir das Becken ein bisschen nach rechts. Ja, da sind wir einen kurzen Moment schief. Das löst sich jetzt auf, wenn wir über die linke Beckenhälfte rollen. Und jetzt sollten Bein und Wirbelsäule in einer Linie sein. Jetzt kommt das Polster zum Einsatz. Ich zeige erstmal, wenn du ein Polster hättest, wie das dann aussieht. Der Brustkorb dreht nach rechts, das Becken dreht nach links. Ist sehr gemütlich. So, die meisten haben vielleicht kein Polster. Dann sieht das Ganze so aus. Dann kannst du einen Block oder auch ein dickes Meditationskissen verwenden und legst die Mitte deines Unterschenkels da drauf. Du möchtest idealerweise, dass das Bein wirklich schwer da drauf liegt und dass deine rechte Schulter so gut es geht zur Erde kommt. Der Brustkorb dreht nach rechts, das Becken dreht nach links. Wenn das jetzt nicht reicht und du hättest noch ein Hilfsmittel, dann könntest du das auf den Block drauflegen. Man kann natürlich auch den Block höher stellen. Ja, die Hauptsache, das Bein hängt nicht in der Luft. Das ist nicht gut, wenn das Bein in der Luft hängt.
Denn dann macht man kaum Fortschritt. Wenn das Bein sich ablegen kann, lassen die Muskeln los und du kommst weiter. Im Laufe der Zeit oder vielleicht auch noch während des Übens entspannen die Strukturen und dann kannst du die Erhöhung reduzieren. Stelle dir vor, wie sich Rippe für Rippe auffächern, nach rechts drehen. Das Gefühl, du streckst den rechten Arm richtig aus zur Seite. Manchmal kommt er auch ein kleines bisschen höher, nicht zu sehr. Und hier kann man ausstreichen vom rechten Beckenkamm zum rechten Knie mit der linken Hand. Und dann die Hand schwer auf dem Knie liegen lassen, ohne zu drücken. Ja, und für manche ist vielleicht der Block zu viel, dann würdest du nur ein Kissen unterlegen, aber das ist gar nicht wichtig, wie weit du nach unten kommst. Mit der Zeit werden die Rippen frei, die Zwischenrippenmuskeln lassen los und du kommst weiter in die Drehung. Forciere nichts. 3 bis 5 Atemzüge hier. Wenn du bereit bist aufzulösen, lege deinen linken Arm wieder zur Seite. Atme aus, zieh den Bauchnabel ein, stell den rechten Fuß auf, drücke den Fuß nach unten, hebe dein Becken wieder zurück in die Mitte. Einatmen, linkes Bein zum rechten, dann hebe das Becken ein bisschen an und zieh es zu den Fersen. So ist der Rücken wieder symmetrisch und lang. Bevor du die Knie einmal hochbringst, lege deine Unterlagerung zur anderen Seite. Also ohne Polster ist es vielleicht ein Block und ein Kissen. Ja, es gibt auch Fälle, wo man noch mehr Höhe braucht. Wundere dich nicht, wenn man sehr viel sitzt, dann braucht der Körper manchmal ein bisschen Zeit, bis er diese Freiheit wieder erlaubt zwischen den Rippen und diese Rotation. Wir bringen die Knie hoch zur Brust, in Knees to Chest, wiegen uns ein paar Mal langsam von Seite zu Seite, bevor wir zur anderen Seite üben. Die zweite Seite, ausatmen, die Arme zur Seite ausbreiten und das rechte Bein gleitet aus. Das nennen wir die Prep-Position, das ist die Vorbereitung. Ja, da kannst du deine Unterlagerung zurechtrücken. So, wie geht's weiter? Drücke den linken Fuß in die Erde, hebe das Becken etwas nach links. Das hat mit der Beckenbreite zu tun. Männer braucht da meist weniger als Frauen. Rolle über die rechte Beckenseite und jetzt schiebe deinen Block, dein Polster unter dein linkes Bein oder Block unter die Mitte deiner Wade. Der Brustkorb dreht nach links, also die Drehung nach links, die zweite Seite. Das Becken dreht nach rechts. Streiche aus mit der linken Hand zum linken Knie. Dann lass mal die Hand auf dem Knie liegen und stell dir vor, wie Rippe für Rippe nach links drehen. Der Kopf muss nicht zu viel drehen. Mit dem Kissen ist es leichter, dass das Kinn nicht auf die Schulter fällt, sondern der Kopf in der Mittellinie des Körpers bleibt. Der Brustkorb kann so weit drehen, wie es dir möglich ist. Wenn das alles zu hoch ist, dann reduziere die Höhe. Wenn dein Bein entspannt ist, deine Hüftmuskeln entspannt sind, dann kann möglicherweise das Bein tiefer sinken. Der Brustkorb dreht nach links, die Schulter möglichst Richtung Erde, das Becken dreht nach rechts. 3 bis 5 Atemzüge hier. Und wenn es reicht, den rechten Arm zurücklegen,
Ausatmen, Wirbel für Wirbel zurückrollen von oben nach unten ist das. Drücke den linken Fuß in die Erde. Heb das Becken zurück in die Mitte. Atme ein. Stell das rechte Bein zum linken. Füße unter die Knie. Du könntest hier noch einmal den Rücken in die Länge ziehen, ein bisschen symmetrisch dehnen. Drücke die Füße in die Erde. Zieh dein Becken zu den Fersen und lege den Rücken lang und flach ab. Atme aus, zieh den Bauchnabel ein, heb die Fersen, die Ballen, die Zehenspitzen, Knees to Chest. Die Arme um die Beine oder die Hände auf die Knie legen. Und zum Abschluss nach dieser Übung noch einmal die Mittellinie spüren, die Körperachse. Wenn du soweit bist, dann strecke einen Arm nach hinten aus. Bei mir ist das jetzt in dem Fall der linke Arm. Komme über die Seite hoch, rolle dich auf eine Seite, stütze dich ab mit der oberen Hand, schiebe das obere Knie, bei mir ist das rechte zum linken Fuß, drück dich hoch. Vom Becken Wirbel für Wirbel hochkommen. Und du kannst nochmal in einen aufrechten Sitz deiner Wahl kommen, indem du entweder auf den Füßen sitzt, im Fersen sitzt oder du setzt dich mit gekreuzten Beinen auf ein Kissen. Das war die Drehung Hip Side Stretch mit vielen positiven Wirkungen. Sie erweitert nachgewiesenermaßen dein Atemvolumen, weil es die Zwischenrippenmuskeln dehnt, die ganzen schrägen Strukturen. Ja, und man bekommt dann viel mehr Luft. Es weitet den Brustkorb. Wichtig ist, immer sanft zu üben und nichts zu erzwingen. Mit der Zeit lässt dein Körper immer mehr los und du kommst tiefer in dieser Übung. Du kannst bei mir weiterlernen in den Yogakursen. Es gibt Online-Kurse. Auch Präventionskurse, die von der Krankenkasse bezuschusst werden. Und es gibt Yogalehrerausbildungen in Tri-Yoga, auch anerkannt durch den Berufsverband BDY. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.